Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider. Wir müssen jetzt einen Ausgang finden. Es ist alles sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt gegen Unsterbliche gekämpft, gegen Trinity-Soldaten, gegen alles Mögliche einfach. Nee, aufheben möchte ich nicht. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. So. Wie macht ihr das? Hoppala. Weil ich jetzt keine Waffen habe. So. Schicksal liegt in der Kammer der Single. Jetzt kann mich nicht mehr an sie sehen. Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so weit geschafft. Wer stärker? Was? Sehen Sie, ich hab sie. Ja, ich kann sie. Danke für meinen Bogen. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für Sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat Ihren Vater getötet! Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um Ihres. Sie irren sich! Seien Sie still! Seien Sie einfach still! Er war so erbärmlich. Er tat mir leid. Ich denke gern, dass seine letzten Gedanken Ihnen galten, Lara. Wie er sie weggestoßen hat. Fahren Sie zur Hölle. Ich weiß, ich hätte noch ihn ausreden lassen können, aber ich weiß nicht, wie lange der so noch geredet hätte. Kammer der Seelen. Schlurfe. Schau mal, der friert schon wieder, der Kleine. Kann ich mir nicht vorstellen. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tot. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Irgendwann schon. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Kann sie machen. Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu.
Ich nicht. Bitte. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Anna, nein! Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Und schon ist er weg. Geliebte Lara, ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Das war's, würde ich sagen. Rise of the Tomb Raider. Hammer, 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 hammer. Geiles Spiel. Hoppala. Ich bin sehr begeistert. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht ganz so laut. Ich weiß jetzt noch gar nicht. Vielleicht spiele ich eben noch so ein paar Kleinigkeiten durch. Und suche noch ein paar Schätze oder nicht. Oder schaue nach... Ich glaube, ein Herausforderungsgrab fehlt uns noch oder so. Ich weiß es noch gar nicht. Mal gucken. Ich fand die Story der Hammer. Es hat mich total gefesselt, gepackt. Deswegen konnte ich jetzt auch gar nicht aufhören und habe ein paar Folgen leider überzogen. Es ist ein bisschen kurz geworden. Es sind ungefähr so 10 Minuten. Aber ist auch okay. Ich lasse dann vielleicht dann noch ein bisschen einen Abspann laufen oder wie auch immer. Ich weiß nicht. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt mir ja ein Däumchen da lassen, unter die Kommentare schreiben. Spielt ihr das auch? Habt ihr das gespielt? Oder wollt ihr das jetzt auch nochmal spielen? Ich glaube, es ist zwar ein bisschen komisch, wenn jemand schon zugeschaut hat und dann nochmal spielt. Aber trotzdem, also ich würde es jedem empfehlen. Es macht mega Spaß und ich freue mich sehr auf weitere Spiele, die ihr bei mir guckt. Es geht gleich weiter und zu viel verrate ich jetzt noch nicht.
Es kommt auf jeden Fall bald raus. Das fühlt mich auch sehr, sehr frei. Freue mich, wenn ihr mal auf meine anderen Projekte auch mal zugreift, ein bisschen guckt, was ich sonst noch so gespielt habe und spielen werde. Und vielen Dank, dass ihr mich fleißig immer so unterstützt. Das wollte ich jetzt auch mal kurz mal so loswerden. Dann sehen wir uns im nächsten Let's Play und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dann, ciao. Anna, du sagtest noch, ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht. Okay. Okay. Da geht's wohl noch weiter. Okay, eigentlich habe ich jetzt meinen Abspann schon gesagt. Aber ich habe dann doch nochmal kurz auf Aufnahme gedrückt, weil das ging ja doch so ein bisschen noch weiter. Eine Minute. Was sehr interessant war. Aber jetzt wissen wir, dass Anna auch tot ist. Und ja. Also nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich fand das Spiel der Hammer, die Grafik Hammer, die Story Hammer. Alles, alles drumherum. Ich könnte nicht sagen, was ich verbessern würde. Also, nochmal, schönen Abend euch. Ciao.